Hier knallt ein Frachter gegen eine Fähre. Die Fähre mit fast 200 Menschen an Bord fährt direkt auf das Frachtschiff zu, dann kracht es. Die Bilder im Video beunruhigen, die Menschen an Bord wissen nicht, was ihnen geschieht. Die Schnellfähre ist aus Ormoc City gestartet und sollte in Cebu, der zweitgrößten Stadt der Philippinen, anlegen. In einer Meeresenge, knapp vor dem Ziel, dann der Crash. Offiziellen Angaben zufolge erleiden mehr als 35 Passagiere leichte Verletzungen. Die Fähre wird zu einer Anlegestelle geschleppt, wo die Verletzten verarztet werden. Andere werden in ein Krankenhaus gebracht. Grund für den Zwischenfall soll ein Motorschaden der Fähre sein. Die philippinische Küstenwache wird nun die Seetüchtigkeit der Fähre überprüfen. Die Untersuchung des Vorfalls läuft.